Hallo und willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich werde heute die Wilbers-Federn einbauen in die Gabel von der Honda NTV. Ich habe sie schon aufgebockt. Also der Reifen, der ist schon in der Luft. Und wir brauchen ein paar Tools. Einmal um die Simmeringe einzutreiben. Das ist das. Und um also eine Spritze, um eben den vernünftigen Füllstand von dem Gabelöl zu bewerkstelligen. Ich habe auch noch neue Gleitscheiben, diese Teflon-Gleitscheiben, O-Ringe und neue Simmeringe und Staubschutzkappen. Die werden auch eingebaut. Bei den Stummellenkern muss man diese drei Schrauben lösen. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man hier unten an diese Schraube dran. Und dieser schwarze Deckel muss jetzt vorgelöst werden, bevor man das Standrohr und das Tauchrohr aus den beiden Gabelbrücken ziehen kann. Oder sollte man zumindest. Ich werde jetzt die zweite Gabel rausnehmen, dazu als erstes für die beiden Brücken die Schrauben lösen. Und dann haben wir die Gabel. Ich habe jetzt ohne zu filmen erstmal das erste Rohr auseinandergebaut. Das sind hier die Verschleißteile der Simmering. Der muss auf jeden Fall getauscht werden. Der war auch schon etwas undicht. Dann ist das der Sicherungsring. Die beiden Teflonringe. Dann der Dämpfungsstab. Der Ring hier dran ist noch in Ordnung. Die Feder, die Teile sind alle schon gereinigt. Dann der Sitz, Unterlegscheibe und das Standrohr. Und das ist das Tauchrohr. So, eine Gabel ist jetzt fertig. Die habe ich jetzt off-Kamera gemacht, ohne das zu filmen, damit ich erstmal sehen kann oder sehe, wie das genau funktioniert. Die ist jetzt fertig und ich werde jetzt die zweite komplett auf Kamera verfilmen und zeigen, wie ich das gemacht habe. Wir lösen jetzt als erstes diese Sicherungsschraube, die hier drin ist, für den Dämpfer. Dabei auch drücken, damit die sich lösen kann. So.
Schraube und der Sicherungsring aus Kupfer. Wir können jetzt die Endkappe abschrauben. Dabei muss man aufpassen, dass diese unter Federspannung steht. Also da sollte man auf jeden Fall Druck ausüben und vorsichtig sein. Das ist hier das Distanzstück. Das brauchen wir hier nicht mehr. Die Endkappe brauchen wir aber noch. Unterlegscheibe und die Feder. Mit dem Schraubendreher ist eigentlich ganz einfach, dann geht die auch schon ab. Ist auch schon Rost und Gammel. Können wir den Sicherungsring für den Simmerring entfernen. Können wir hier den Dämpfer entfernen, der Feder. Jetzt können wir den Simmerring und diese Teflonscheiben rausprügeln.
Teflonring sieht noch gut aus. Unterlegscheibe, oberer Teflonring, unterer Teflonring und der Simmering, aber der Simmering ist total kaputt. Können wir wegschmeißen. Teflonring sieht auch noch gut aus, aber den ersetze ich trotzdem und die Unterlegscheibe. Sauber gemacht werden. Ist alles raus. Okay. Können wir jetzt hier noch sauber machen. Und dann auch mit mit Bremsenreiniger hier sauber machen. Ist das Tauchrohr jetzt wieder sauber? Das gleiche mit dem Standrohr. So, ist das Standrohr und das Tauchrohr sauber. Jetzt kann man auch die ganzen einzelnen kleinen Teile sauber machen. Das sieht okay aus. Teile, die sind in Ordnung. In dem Dämpferelement ist noch ein bisschen Dreck. Da kann man noch ein bisschen Bremsenreiniger benutzen. Schraube auch mit dem Bremsenreiniger entfetten, weil er ja nachher ein bisschen von der Schraubensicherung dran kommt, laut Anleitung. Die Dichtung, die ist gequetscht. Die Dichtung, die können wir auch von der Schraube entfernen, weil da eine neue Dichtung dran kommt.
von dem Allball Kids die Teflonscheibe wieder dran und ersetzt die Dichtung an der Endkappe. Kann man ein bisschen einölen schon. Die Dichtung war noch in Ordnung, aber ich wollte sie einfach mal ersetzt haben. Gut, jetzt können wir das Dämpfungselement und die Feder wieder einsetzen. Das hier noch mal ein bisschen und dann können wir das so in das Tauchrohr einsetzen. Aus dem Kit nehmen wir uns die Unterlegscheibe. Das ist die hier. Die kommen so wieder an die Schraube. Und dann können wir die Schraube wieder einschrauben, aber vorher nicht vergessen. Sicherung. So. So. Jetzt ist er fest. So können wir jetzt die Distanzhülse und die alte Feder wieder entfernen. Jetzt haben wir aus dem Kit die obere Teflonscheibe. Die können wir jetzt da drauf machen. Bisschen Öl. Und dann hat man hier diese Öffnung. Und ich habe gelesen, dass man die 90 Grad zur Belastungsrichtung installiert. Also das heißt, die Belastung geht nach vorne oder nach hinten und die wird also entweder nach außen oder nach innen positioniert, diese Öffnung hier. Und ich positioniere die jetzt nach außen. Das passt. So, der Ring befindet sich jetzt in seiner Position, da wo er reinrutschen soll oder reingedrückt werden soll. Und ich werde dafür jetzt dieses Eintreiberwerkzeug benutzen. Dazu brauchen wir die Unterlegscheibe. Die Unterlegscheibe, die kommt hier noch drauf.
Und dann kann man hiermit das eintreiben. Man kann jetzt sehen, dass ich den Ring nicht komplett eintreiben konnte. Die Länge von dem Tool reicht einfach nicht aus, um ganz bis nach unten zu kommen. Deswegen lege ich jetzt einfach nochmal das alte, diesen alten Ring drauf, dann die Unterlegscheibe und dann nochmal das Tool, dann wird nochmal gekloppt. Wie man jetzt sehen kann, ist der Ring komplett drin. Jetzt können wir die Unterlegscheibe drauf machen. Ist drin. Und dann kommt jetzt der Simmering drauf. Und hier muss man aufpassen, hier steht das auch auf der Packung, dass die Seite mit den zwei Lippen nach unten zeigend eingebaut werden soll. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. So kann man das besser sehen. Da können wir jetzt auch noch ein bisschen Öl dran machen. Und das Rohr hat hier oben keine scharfen Kanten. Den Simmering, den kann man ganz einfach so darüber machen. Das ist gar kein Problem. Der Simmering, der muss jetzt auch eingekloppt werden. Also man kann jetzt sehen, dass diese Einkerbung für den Sicherheitsring des Simmerings sichtbar ist, und jetzt können wir den Sicherheitsring oder diesen Sicherungsring einsetzen. Kommt da noch ein bisschen Fett dran. So, dann ist der Staubring auch wieder drauf.
Wir können jetzt das Öl einfüllen, nur man sollte zumindest sicher gehen, dass man ungefähr Level ist. Dann passt das schon. Dazu brauchen wir das Tool. Luftkammer bei der NTV soll 18 cm betragen. Und das Ganze wird mit SAE5 Öl befüllt. Zumindest sagt das die Anleitung von Wilbers. Und das werde ich auch so machen. Nur am Anfang, also bevor man dann das komplette Öl einfüllt, soll man eben entlüften. Und beim Entlüften soll man ein Drittel weniger Öl einfüllen. Also werde ich jetzt erstmal 24 cm gehen. Und dann erstmal 24 cm Luftpolster lassen und dann entlüften. Wir können jetzt entlüften, nachdem das Öl eingefüllt ist. Oben zuhalten, nach oben ziehen. Loslassen, nach unten und wieder zuhalten, nach oben ziehen, loslassen, nach unten drücken. Das macht man jetzt ein paar Mal, dann ist die Gabel entlüftet und dann kann man den Rest Öl einfüllen. Nach dem Entlüften können wir die restliche Ölmenge einfüllen und gucken, dass das Rohr wieder einigermaßen gerade ist. Stellen wir das jetzt auf 18 cm, so wie das die Anleitung fordert. Das wäre hier. Teste das nochmal so nach. Ja, passt. Genau 18 cm. Können wir die Feder einsetzen? Das ist eine progressive, die wird eingesetzt mit den Endenwindungen nach oben zeigen. Die Unterlegscheibe drauf. Fertig. So, ich habe jetzt erstmal wieder die zwei Gabelholme installiert mit dem Fender. Und in dem Fender ist ein Stabilisator drin. Das ist hier so ein dünnes Blechteil. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und wenn man den Fender jetzt einfach so wieder festschrauben würde, dann würde man die zwei Holme oder die zwei Tauchrohre verziehen, die würden sich verdrehen oder zusammengedrückt oder auseinandergedrückt werden, je nachdem,
wie dieses Blechteil gebogen ist, weil das nicht immer hundertprozentig ist. Und mir fehlt dazu noch für den Bremsschlauch hier eine Klammer. Und da fehlt natürlich Distanz. Und ich habe das jetzt ausdistanziert mit Unterlegscheiben. Also ich habe jetzt hier eine Unterlegscheibe. Ich habe, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich habe hier zwei. Ich kann das von hier zeigen. Kann man das sehen? Da sind zwei Unterlegscheiben. Und auf der Seite hier sind auch nochmal zwei Unterlegscheiben. Und ich habe das jetzt so gemacht, da muss man ein bisschen rumprobieren, dass jetzt die Steckachse, wenn das alles zusammengeschraubt ist, also das ist alles fest, da muss man wirklich gucken, dass das richtig bombig dran sitzt, dass sich die Steckachse dann frei bewegen lässt. Und dann ist das für mich zumindest spannungsfrei, damit eben die Simmeringe nicht einseitig abgenutzt werden oder einseitig, dass einseitig Druck drauf ist, weil sich die Tauchrohre eben verdrehen oder ineinander gedrückt werden. Und somit kann man das verhindern. Wenn man das gemacht hat, dann, oder davor, kann man das Ganze auch noch einfedern lassen. Nicht mit der Bremse, sondern mit dem montierten Rad gegen eine Wand und dann gegen die Wand drücken, dass es einfedert. Und dann würde sich die Seite hier, wenn man die Schraube für die Steckachse hier reingeschraubt hat, die zwei Befestigungsschrauben, dann würde sich das linke Tauchrohr oder generell der linke Holm dann die Distanz selber suchen, damit das eben hier spannungsfrei ist. Das kann man auch manuell machen, indem man das ein bisschen hin und her bewegt und dann für sich das alles eintaucht und dann ja das geschmeidigste Eintauchen dann sich also es findet und dann kann man das so lassen und alles zusammenbauen. Aber das halte ich jetzt für die Sache ein bisschen überflüssig. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, wenn ich das alles zusammengeschraubt habe mit dem Stabilisator hier drin, mit diesem dünnen Blech. Das ist dieses Teil hier. Wenn das alles zusammengeschraubt ist, dass dann zumindest eben die Achse sich frei drehen lässt. Und das ist eben der Fall. Und wenn das ist, dann sind eben die zwei Tauchrohre nicht verspannt. Und somit hat man dann ja, mehr oder weniger ein spannungsfreies, eine spannungsfreie Vordergabel. So. Ich mache jetzt noch den Reifen dran und dann ist die ganze Sache fertig und dann mache ich mal eine Testfahrt. Ich habe jetzt den Reifen montiert und die Steckachse lässt sich immer noch von Hand rein und raus drehen. So, und der Vorderreifen ist wieder installiert mit Bremse.